Hier haben wir letzte Folge aufgehört, beziehungsweise dort unten. Ich wusste nicht ganz, wie es weitergeht. Jetzt habe ich hier so einen Lichtblick. Jawohl. Jetzt kommen wir doch easy weiter. Und hier ist auch die Tür, die wir nicht öffnen können. Die machen wir jetzt mal auf, damit wir nicht wieder unten durch das Gebiet dort müssen. Für den Fall, dass wir neu spawnen müssen. Was ich nicht hoffe. Oh, hier ist wieder eine... Oh, ne. Ich dachte, das wäre so eine Jukebox. Oh, weit. Was können wir hier machen? Wollen wir wissen, was wir hier machen können? Ist gut, was wir hier machen können? Aufzug. Aufzug, nie gut. Selten gut. Das hier sieht auch nicht viel besser aus. Wo sind wir denn auf der Karte? Wir müssen da lang. Ich gehe mal lieber unten zum Aufzug. Mal schauen, ob wir da irgendwas machen können. Irgendwie, ich bin ja nicht so der Fan von Aufzügen. Ich bin sie, oder was gemeldet? Ne. Sie, ja, wir, ne. Wait, hier geht's weiter. Ich wundere, wenn ihr hier kein Ingame-Sound habt, aber ich muss wahrscheinlich diese Musik hier wieder hier ein anderes Lied nehmen, welches... Ups. Also nicht wundern, wenn ich hier eine andere Musik nehme. Werde ich gar nicht, kann mal wieder anders. Party hard. Oh, das war falsch. Ah ne, ich muss hier die ganze Zeit hin und her springen. Ah, verstehe. Okay, keine Ahnung, was das hier eigentlich ist. Oh, das war close. Und, oh, das schaffen wir nicht mehr. Oh, das war... Das hat wehgetan. Auf jeden Fall, dass ich die Musik hier ersetzt habe. Hier ist gerade so eine 80er Jahre oder 90er Jahre Disco-Musik. Ich denke, es ist vielleicht sogar ganz gut, dass ich das hier rausnehmen muss. Aber ich frage mich nur, what the fuck müssen wir hier eigentlich machen? Okay. Gut, dann ist nicht mehr wechseln. Jump, jump. Oh Gott. Oh, der Chibane. Jump, jump. What? 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 Wir sind einfach gerade durch. Hä? Ever not? Objekte macht. Just saying. Party hard. Bam, wir haben ihn. Ist er zerstört? Passt er mich. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier von diesem... diesem Ort halten soll. Ich hab nicht die richtigen Waffen für so ein Shit. Oh, vielleicht doch. Nicht schon wieder der Dude.
das wird langsam close. Er lebt immer noch! Wir haben nicht die richtigen Waffen für so ein Shit. Alle guten Dinge sind drei. Ey, ich hab grad mein Schild gemacht, du Trottel. Alter Vater, der regt mich langsam auf, du. Alle guten Dinge sind fünf. Ich kann langsam kotzen. Ich hab jetzt mal einen alten Freund wieder dabei. Guten alten Götter. Schauen wir mal. Das ist so, oh, dieses eine Viech, dieser, oh Gott, dieser letzte Akt oder dritte Akt, wie er heißt. Weil die anderen müssen wir besiegen, da können wir nicht warten, bis der irgendwo dagegen fährt. Ich kann langsam kotzen. Okay, letzter Versuch, meine Freunde. Wenn das jetzt nichts wird, wir uns bei über einer halben Stunde Aufnahme, dann eine Pause. Letzter Versuch. Ey, diese Folge hat mich einfach zerrissen. Ich bin erst bei über 40 Minuten und Alter. Ich glaube, 7, 8, vielleicht 10 Versuche habe ich jetzt gebraucht und Alter, Vater. Wo ist er hin? Hallo? Nicht dein Ernst, oder? Er ist jetzt eiskalt in so einem Balken hängen geblieben. Ey, du bist ernsthaft in so einem Balken hängen geblieben? Hinten in Schwarze rein und komm jetzt nicht mehr und deswegen schaffe ich es nicht. Und ihr seht schon, wie down ist. Ey, Alter. Wir müssen uns jetzt ernsthaft töten. Kotzen. Bei dem Troy, bei dem wir es geschafft hätten. Wo wir nicht mal Leben verloren haben, bleibt der Dude an der fucking Säule hängen, sodass wir nochmal neu starten. Weil ich hab die Musik ausgemacht, denn hier ist leider wieder geschützte Musik. Ich hoffe, ich habe dran gedacht, euch Musik einzuspielen, weil das hier ist jetzt ungefähr der, ich will nicht lügen, 10. Versuch.
Okay, man muss dazu sagen, die ersten 9 waren dämlich von mir. Eigentlich ist der Kampf relativ einfach. Oh, das war Anarchie? Aber Alter. Jetzt hatten wir es endlich geschafft. Ich weiß nicht, wie viele ich euch zeige, wie weit ich kannte, deswegen. Aber Alter. Bei dem Try, bei dem wir es geschafft hätten, wo es sogar easy war. Genau da bleibt der Dude, der Gegner, an so einer Säule hängen. Und ja, that's it. Dann ist nichts mehr passiert. Ey, ganz ehrlich, wie gesagt, der Kampf ist eigentlich easy. Gut, dass ich beim letzten Mal nicht geschafft habe, weil ich schon, ich glaube, 3 Stunden in der Aufnahme, dass man da mal so einen Tunnelblick bekommt, okay. Aber dass wir es jetzt wieder nicht geschafft haben. Nee, genau das. By the way, die Fähigkeit, 3 Objekte zu werfen, ist Zucker. Richtig Zucker. Es ist zu langweilig ohne Musik. Das verstehe ich nicht. Wieso müssen die jede Musik da drin schützen? Weil es ist doch eigentlich schön für die oder gut für die, wenn man Videos sieht zu diesem Spiel und dadurch Werbung gemacht wird. Aber nein, wir müssen hier alles schützen. Sogar Abspannmusik. Ups, ich wollte es nicht schleudern. Ganz ehrlich, es ist eigentlich so einfach. Na, kommt her. Ich habe jetzt den Schmetterer wieder dabei. Also Schmetterer und Stich. Das war hoffentlich Stich. Ich finde die Waffen einfach entspannt. Und vor allem die andere Waffe bringt mir gegen den Dude, gegen den dritten Akt nichts. Und eigentlich ist dieser Kampf hier ganz einfach. Zielen, schießen, wenn er seine Dinge macht, das Schild machen. Im besten Fall hittet ihn, bevor er die Dinger losschießt, so wie ich gerade eben. So, jetzt haben wir nicht getroffen, deswegen Schild und Schild. Und Schuss und Schuss. Wow. Das war, den Angriff hat er gerade eben nicht gemacht. Wow. What? Ey, man kann es übertreiben. Den Schmetterangriff hat er gerade eben beim Schein nicht gemacht. Jetzt kommt wieder dieser scheiß Schmetterangriff. Was ist verkehrt bei dem Dude? Komm, greif an. Ah, jetzt greift er an. Gut, dieser Schmetterangriff. Mit dem habe ich gerade eben nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre irgendwie nur so ein Bug oder so ein Shit. Also beim letzten Mal. Ah, Nummer 1, Nummer 2. Und die Made ist weg. Jetzt nur nicht. Bam. Jukebox-Chaton, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen irgendwann, will ich auch mal mich um die Jukebox-Chatons kümmern. Und Alter, ganz ehrlich, wenn da jetzt noch ein Akt kommt, ey, dann raste ich aus. Ich mach danach auch die Musik wieder an, weil es todeslangweilig. Ich habe, wie gesagt, ich habe dran gedacht, Musik anzuspielen. Alter, wir haben's. Ich bin jetzt seit 15 Minuten in der Aufnahme. Das kann so einfach sein. Second Try heute. So, Musik habe ich angemacht und by the way, Nebenquests und sowas werde ich mich auch in den nächsten Folgen kümmern, dass wir uns das mal anschauen. Ich habe auch gesehen, man kriegt da neue Outfits und so ein Schüsse. So, was jetzt? Bisschen Verhältnis, bla bla, Mission abgeschlossen und so weiter und so fort. Sendes Energie, bla bla bla. Sind wir jetzt hier in der Nebenquest drin oder ist das die Mainquest? Es kommt mir jetzt irgendwie so vor, als ob das hier nur eine Nebenquest war.
Na gut, Nebenquest ist auch gut. Alter, was hat sie für einen Blick drauf? Ja, hier kommt erstmal Direktorin Bamjung. Sieht eher aus wie ein Horrorspiel. Ja, wobei, irgendwie ist es doch auch ein Horrorspiel, oder nicht? Wieso leuchtet das Lämpchen? Achso, ist eine Videokamera. Ich werde nicht gerne gefällt, tut mir leid. Mich hat keiner gefragt. Es ist irgendwie weird, dass wir keine Quest haben. Den Aufzug hier habe ich schon mal geöffnet. Beim letzten Mal war hier ein Viech drin, aber... Ja, wir kommen hier noch nicht rein. Toiletten, ja, schon gut. Und ich schätze mal hier geht's weiter. Das ist sowieso das Geilste, das habe ich nicht gewusst. Das war nur eine fucking Nebenquest. Eine verkackte Nebenquest. Schlimmer als zuvor. Zischen in den Nagel. Ende der Welt. Also darf das Zischen den Nagel nicht kriegen. Kann okay. Weg. Ich werde mit ihm fertig. Okay, meine Freunde, wir sind wieder hier. Wir kennen diese Tafel bereits. Beim letzten Mal mussten wir so eine Erde Erde kreieren. Es werden uns wahrscheinlich wieder Gegner warten, aber auch ganze seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner späteren Videos. Bis dahin noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.